Director. Was war das denn? Ein Gespenst. Ein Gespenst, das Klarinette spielen kann, kann ja wohl nicht so schlimm sein. Das war übrigens ein Stück von Melville Bernd Kaufmann, der Ragtime Muslin. Willkommen zur 25. Folge von Klarinette spielen lernen für Erwachsene. Was ist ein Ragtime? Der Name kommt von Ragged Time und das heißt so viel wie zerrissene Zeit. Typisch für den Ragtime sind stark synkopierte Melodien. Das heißt, die Betonungen sind zwischen den Schlägen. Erfunden wurde die Ragtime-Musik um 1890. Der wichtigste Vertreter war der Komponist Scott Joplin. Eins seiner Stücke, The Entertainer, wurde sehr populär durch den Film The Clue. Ich spiele Ihnen das Stück jetzt vor. Zuerst wurde der Ragtime nur auf dem Klavier gespielt, später auch mit anderen Instrumenten, in verschiedensten Besetzungen. Dieser Musikstil gilt als Vorläufer der Jazzmusik, es wurde aber nicht improvisiert, sondern alles aufgeschrieben. Eine weitere bekannte Komponistin für den Ragtime war May auf der Heide. Ich spiele jetzt einen Ausschnitt aus The Thriller Rag.
Bei dem nächsten Stück, Dixie Dimples von James Scott, kann man sehr gut die Synkopen erkennen. Zum Abschluss der Ragtime Dance von Scott Joplin, arrangiert für drei Klarinetten von David Glenn. Die Noten sind übrigens in meinem Verlag erschienen. Ich hoffe, diese Halloween-Folge hat Ihnen Spaß gemacht. Wenn Sie die Stücke nach Noten üben wollen oder mit einem Notensatzprogramm, finden Sie in der Videobeschreibung einen Link zu verschiedenen Dateien. Und tschüss.